Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Assassin's Creed. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Piratenquest hier im Piratendorf. Um noch ein wenig Geld zu verdienen. Bin ich mal gespannt, wen wir hier wieder kennenlernen bei den Truppen. Die sind ja sehr, sehr, sehr chaotisch. Das hier könnte ja übrigens auch die Quelle des Feuers sein. Hier ist das ein Schwein? Oh ja. Okay, das ist die Quelle, oder? Hier wurden auch Menschen verbrannt. Interagieren, da ist das Ding. Rauchzeichen. Rauch steigt auf in der Piratenrache. Finde mich an seiner Quelle. Dankeschön. Gefunden. Also den Ort hier niederbrennen, okay, aber... Die sehen mir auch unschuldig aus. Also so ganz unschuldig oder fein ist die Xenia auch nicht. Auch wenn sie gute Absichten hat an sich, greift sie hart durch. Aber, na gut, wenn man Ziele hat, soll man auch fest dran glauben, sage ich immer. Hey, Ladies. Oh, meine Pläne sind ruiniert. Obelia. Soll ich ihn ohne die Tafel finden? Oh, dieser hinterhältige Hund. Okay, es geht um einen Hund. Du klingst bedrückt. Ich versuche, einen großen Schatz für Xenia zu stehlen, um ihren Sieg über Chaos zu feiern. Aber die Wegbeschreibung wurde gestohlen. Und ich schätze, du suchst jemanden, der sie zurückstiehlt. Schön wär's. Doch sie wurde vom Anführer von Kuressia gestohlen, den Xenia aus der Stadt verbannt hat. Nun herrscht Waffenstillstand und kein Pirat würde den brechen. Zu deinem Glück bin ich kein Pirat. Willst du sagen, du hilfst mir? Es springt auch was für dich dabei heraus, wenn du es tust. Yay, Belohnung, ich mach das. Ich könnte dir deine Wegbeschreibung besorgen. Endlich hat mich Poseidon auch mal mit Glück gesegnet. Also, wo muss ich hin? Zur anderen Seite der Insel. Du findest die Tafel im Haus des Anführers. Sobald du sie hast, bringst du sie zum nahen Dorf Poyser und übergibst sie meinem Geschäftspartner. Wo ist das Haus? Du sagtest, das Haus des Anführers ist bei Poyser? Ja, im südlichen Teil des Dorfes. Das habe ich schon mal geplündert, das Haus des Anführers. Und wo ist das Dorf? Wo ist Poyser? Es ist an der Ostküste der Insel Chaos. Ich weiß. Aber ich frage trotzdem mal nach. Ich höre sie so gerne reden. Ich werde gehen. Keine Sorge, ich hol dir, was du brauchst. Xenia wird begeistert sein. Ich werde auf dich warten. Yay, dankeschön. So, pass auf, ich nehme mir jetzt die letzte Quest hier auch noch mit. Vielleicht ist es ja dann alles in der Nähe. Damit ich dann, dann kann ich vielleicht am Bein arbeiten. Gleichzeitig arbeiten am Bein. Okay, wen haben wir denn hier? Schiffsbauer. Wäre das hier die neue Arche? Hallöchen, Hammermann. Was willst du? Schlechter Zeitpunkt? Es gibt keinen guten Zeitpunkt. Viel zu viel Arbeit und nicht genug Leute, um sie zu erledigen. Aber offenbar kümmert das niemanden außer mir. Warte, hat Xenia dich geschickt? Sie sagte, du hättest Arbeit für mich. Gepriesen sei Poseidon. Endlich. Jemand, der wirklich helfen will. Schiffe dringen in unser Gebiet ein und stellen uns auf die Probe. Xenia will ein Exempel statuieren, damit jeder weiß, wem dieser kleine Teil der Ägäis gehört. Okay. Ein guter Handwerker scheint da nicht zu sein, wenn er sich sogar den Hammer selbst ins Auge gehauen hat. Was für ein Exempel? Und wie sollen diese Exempel aussehen? Ein paar ihrer Schiffe zu versenken sollte ausreichen. So kann man es wohl auch machen. Wir sind nun mal Piraten. Wir haben in diesen Gewässern einen Ruf zu wahren und nichts sagt, respektiert uns wie ein vernünftiges Blutvergießen. Klingt für mich, als würdet ihr die Konkurrenz schwächen wollen. Ist Chaos nicht groß genug für euch? Wenn wir noch mehr Gebiete erobern wollten, würden wir deinesgleichen nicht dafür brauchen. Wir würden es selbst tun. Man muss den Gegner überrumpeln. Dann greift er nicht selbst an. Das steht außer Zweifel. Okay, da helfe ich auch. Also ein bisschen rumfahren mit dem Schiff und Leute wegballern kann ich. Ich versenke die Schiffe für dich. Auf welche hast du es abgesehen? Zerstöre ein paar Schiffe aus Sparta, ein paar aus Athen und auch ein paar der Banditen. Das sind eine Menge sinkender Schiffe. Ja. Sorge nur dafür, dass du Xenias Farben hisst, wenn du sie versenkst. Ich bezahle dich gut dafür, wenn die Botschaft ankommt. Okay. Die Segel haben Löcher, drei gebrochene Ruder auf dem Oberdeck, zwei direkt darunter, gebrochene Speere und kein okay. Tag Ruhe. Bei Zeus. Okay, also muss ich dann mein Schiff umgestalten, dass es aussieht wie eins von den Piraten, die Chaosfarben dann benutzen. Okay. Aber bevor ich dann in See steche, mache ich die andere Quest, die in Poyser ist. Das war hier, oder? Das Haus des Anführers. Dorf Poyser. Und hier war auch dann das Dorf des Anführers gleich in der Nähe. Das weiß ich noch. So, hier kann Schlacht des Piratenlings. Ist gerade nicht aktiv.
wie ich da den finde, ey. Muss irgendwo in so einer Höhle drin sein. Vielleicht hier das Fragezeichen, dass da der unentdeckte Ort ist dann, um da reinzukommen. Den muss ich auf jeden Fall auch nochmal umtreten. Das Kultmitglied. Pferdchen, wo bist du denn? Ah. Na los. Hallöchen. So, wo ist denn der Ausgang vom Dorf? Allein schon ein paar spartanische Schiffe, ein paar athenische Schiffe und dann noch ein paar von den Banditen. Ist klar, ey. Ich hoffe nicht zu viel. Reicht ja, wenn man einen von denen und einen von denen macht oder sowas. Danke, dass du mir aus dem Weg gehst. Sauber. Langsam lernen die, wenn ich hier mit dem Pferd ankomme, dass sie weggehen sollen. Sehr geil. Oh nein, da ist schon wieder so ein blutrünstiges Schwein. Hör auf. Hau mich nicht wieder vom Pferd runter, ey. Diese Insel. Voll von Schweinen. Los. Bin ich jetzt nicht schon hier? Ja. Dann wollen wir mal. Ey, yep. Wenn es eine Karte gibt, dann hier drin. Okay, gefunden. Ella. 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 Ella, Ella. Weg. Die stellen keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. Sperrgebiet? Stehen geblieben. Kannst du mal bitte sagen, ey. Was glaubst du, wer du bist? Heimlich kill. Und zack. Oh, bin ich heute aber hier fleißig. Oh, der Bogenschütze hat mich noch gesehen. Okay, der zählt nicht. Aua. Na komm schon, Mr. Gyros. Also. Kannst du mal da von diesem Felsen wegkommen, ey? Da kann doch kein Mensch kämpfen. Oh, ich glaube, es kommt ein Söldner. Bam. Fast von der Mauer gefallen. Hier hinten zu kämpfen ist voll nervig, aber der kommt halt leider auch nicht weg aus der Ecke hier. Weil wenn ich jetzt weggehe, dann fängt er an hier, mit dem Bogen zu schießen. Ein gutes Geschäft. Die Konkurrenz dezimieren und gleichzeitig Geld verdienen. Wusste ich, krieg sie. Jetzt habe ich natürlich zu wenig Leben für den Söldner. Ein Schlag und das war's. Ja, das stimmt leider vielleicht sogar. Ah, er hat mich noch gesehen. So, kurz geheilt. So, komm mal her. Kann ich gleich meine neue Fähigkeit ausprobieren. Ach, der hat wieder ein Tier dabei. Ich würde... Oh, nee. Nee, nee, nee. Der Löwe hat mich gerade fast getötet. Ich halte erstaunlich lange durch. Ja, ja. Ich brauche Lebenspunkte. Der hat mich doch nicht gesehen. Immer wieder. Warte nur, bis ich volles Leben habe, dann mache ich dich kaputt, Junge. Hey, Kindchen. Halt mal den bösen Mann hinter mir auf. Der will mir ans Leder. Ah, der Löwe. Der will mir auch ans Leder. Vor dem Löwen wegzulaufen ist, denke ich mal, das schwierigere Problem. So, hier in dem Busch.
Okay, komm. Einfach nur Lebenspunkte regenerieren. Da bin ich schon zufrieden. Dann kämpfe ich sehr gerne gegen den Söldner. Sehr, sehr gerne. Hat er mein Leben jetzt regeneriert? Oh ja, hab wieder voll. So, mein Dicker. Dann komm mal her, du blöder Sack. Und Level 27. Dankeschön, das wollte ich gerade nachgucken. Dein Löwe wird bald um Gnade flinsen. Flinsen? Winseln. Was erfinde ich für Wörter? So, nur noch die Katze. Bam. Bam. Hat funktioniert. Der hat nichts Besonderes. Oh, eine Sichelklinge. Nice. So eine habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Eine Sichelklinge. Können wir hier Bayek spielen. Magi-Style. Whopper Magi-Style. Okay, da. Der Tierbändiger, der war das, ne? Demonax. Und die habe ich jetzt hier neu gefunden. Oh, Gottes Willen, ey. Was? Die Schönwetterkriegerin? Und der Jüngling. Ja, der sieht ja richtig jung aus. Was habe ich mit meinem Schiff schon wieder? Ach ja, genau. Die Farben. Kann ich jetzt schon mal anklicken hier. Guck mal, das sieht gar nicht so anders aus. Ich habe jetzt hier ägäische Piraten und das hier ist einfach nur die Farben von Chaos. Auch Piraten halt ein bisschen Unterschied. So, das schon mal ausrüsten für die Folgequest, damit ich das nicht vergesse. Und mir die Sichelklinge angucken. Und da oben haben wir sie. Jägerschaden, Attentatsschaden und Schwertschaden. Schwert und Attentat gar nicht so schlecht. Jägerschaden ist natürlich wieder meh. Ich habe immer noch die Dolche, ne? Jägerschaden, Dolchschaden. Aber bei den Dolchen, die ich gerade verwende, habe ich eigentlich auch Jägerschaden drauf. Dann nehme ich mal die Sichelklinge an sich. Macht ein bisschen mehr Schaden. Was ist hier? Ach, ein Arschspeer. So. Okay, kann weitergehen. Jetzt aber. So schön sieht die Sichtlinge gar nicht so aus. Also ich dachte, das sieht vielleicht besser aus. Kann man aber mal ausgerüstet lassen. Einfach mal ein bisschen Abwechslung reinbringen wieder. Das muss sein, wonach sie sucht. Okay, kehre zu Obelias Partner zurück. Ihr Partner. Ach, guck mal, der steht aber hier. Ja, der war schon hier in der Nähe, weil er hier schon danach gesucht hat. Ne? Er konnte nur nicht irgendwie da oben ins Haus rein. Wobei, das ist doch Obelia selbst. Das ist alles so langweilig. Hä? Was machst du hier? Oh, ich? Ich war, zufällig in der Nähe. Ja, klar. Was ist mit deinem Geschäftspartner? Er hat geschäftlich zu tun. Er musste schnell weg, also bin ich gekommen. Verstehe. Hast du die Tafel schon? Bezahl mich mal lieber erst, ey. Bevor ich dir irgendwas gebe, will ich meine Drachmen. Aber natürlich. Du bist eine Frau nach meinem Geschmack. Weißt du? Danke. Hier ist die Tafel. Ausgezeichnet. Jetzt können wir endlich zur Sache kommen. Hä? Mal Welche sehen, Sache? Was wir hier haben. Das ist interessant. Der Schatz ist in minoischen Ruinen versteckt. Oh, aber leider unter Wasser. Kannst du nicht schwimmen? Ich bin Piratin. Natürlich kann ich schwimmen. Ich mag bloß keine Haie. Dann bist du nur feige, nicht unsportlich. Ich muss nicht schwimmen, wenn ich eine zuverlässige Söldnerin habe, die es für mich tut. Na, ratet mal, welche Kiste das ist. Ich mag Abenteuer. Ich bin vielleicht an einem Abenteuer interessiert. Und ich verspreche dir, es wird eins, das du nicht so schnell vergisst. Sonst soll mich Poseidons Dreizack aufspießen und in die Tiefe zerren.
Wünsch dir nicht, was vielleicht passieren könnte. Ich mach das. Nun gut. Ich denke, ich kann dir helfen, den Schatz zu bergen. Ich wusste, du kannst nicht widerstehen. Endlich. Poseidon hat mich auch mal mit Glück gesegnet. Also, wo muss ich hin? Hier. Nimm diesen Schlüssel und begib dich zur Südspitze von Chaos. Dort findest du den Eingang zu den Ruinen. Er ist klebrig. Ist das Blut? Götter, nein! Ich habe eben einen Granatapfel gegessen. Beeil dich, die Zeit rennt. Sie hat einen Granatapfel gegessen, ja, und ihr Partner ist plötzlich verschwunden. Wonach suche ich genau? Was genau ist dieser Schatz? Er soll in den uralten Ruinen von Kinastros sein. Also ist es ein seltenes Artefakt aus der Zeit, bevor die Insel besiedelt wurde. Okay, hört sich interessant an. Und was kann ich erwarten? Wie ist es da unten? Der Schatz wird von einem Schwarm Haien bewacht. Du findest ihn in einer Truhe im Herzen der Insel. Tja, wenn es einfach wäre, hättest du es wohl selbst gemacht. Ja. Okay, was sind das für Ruinen? Woher weiß ich, dass ich am richtigen Ort suche? Halte dich vom verlorenen Garten des Bakchylides aus südwärts. Auch wenn die Ruinen unter Wasser liegen, kannst du sie von der Küste aus sehen. Okay, ich hol mir den Schatz. Ich hol dir, was du willst. So, da ist der Schlüssel und nochmal einen Hammer gekriegt. Guck mal, ich kann auch von hier schon mal mein Schiff rufen und dann fahre ich da nochmal hin, tauch schnell und kann dann auch direkt gleich anfangen, die Schiffe zu jagen, oder? Ja, jetzt geht die Kamera runter und dann ist mein Schiff plötzlich da. Tada! Wunderwerk der griechischen antiken Technik. Muss aber erstmal die Besatzung wieder alle aus der Luke rausklettern, weil die unten wieder Party gemacht haben, ne? So, also Schiffe jetzt vernichten und wieder hier zu diesem Ort fahren. Kann ich denn die andere Quest auch schon mal anvisieren, damit ich ungefähr weiß, wie viele Schiffe und was? Ach da, zerstöre spartanische Schiffe 2. Ach, guck mal, 2 von jedem. Das ist ja noch ganz cool. Aber ich glaube, die hat ihren Partner getötet. Kapitän, wir haben auf dich gewartet. Ja, natürlich habt ihr mich auf mich gewartet, ey. Was sollt ihr denn sonst ohne mich machen? Immer diese leeren Sprüche. Da! Wir können es sicher bergen! So, die Banditen müssten eigentlich die sein mit dem schwarzen Segeln da vorne, ne? Hier hinter mir ist gerade kein. Da ist der Schatz. Da vorne, da, das rote, da ist auf jeden Fall ein spartanisches Schiff. Und da sind auch 2 Athener. Bereit zum Feuern! Jetzt! Ich bin voll daneben geschossen, glaube ich. Ein Treffer! Wir gehen auf Position! Speere werfen! Die schießen gleich! Vorsicht! Komm, gib mal mehr Gas. Wir rammen sie jetzt. Und... So schnell es geht! Jawohl. Ah, in Sicherheit. Die Adrastea besegelt weiter die Meere. Hat das jetzt eigentlich gezählt schon? Ja, 1 von 2 von diesen Banditendingern. Okay, und wer ist... Das sind rote Segel, aber das sind doch keine Spartaner. Das sind doch irgendwie andere, oder hier? Sie sind feuerbereit. Level 26? Wer seid ihr? Sperre, komm schon. Oh, da kommen die anderen wieder rein. Das sind 2 Schiffe für den. Die wollen jetzt ihre Kollegen rächen, die ich gerade ja weggemacht habe. Okay, die 2 habe ich. Okay. Bereit halten zum Feuer! Komm. Ah, zu weit weg. Was machen die anderen da?
Die muss ich mal entern, um mich mal ein bisschen wieder zu heilen. Also die anderen beiden, also die letzten da hinten. Speere raus. Schwachstelle. So, hilft mir aber gerade an sich nicht so weiter, die hier noch zu jagen. Aber hier das Schiff finde ich interessant. Die sollen glauben, wir greifen sie auch an jetzt. Wir haben Höchstgeschwindigkeit. Aber wer sind die? Komm schon. Sind so weit weg für die Speere. Schönes Ding. Wir sind außer Gefahr. So. Die schnappe ich mir jetzt so, damit mein Schiff mal wieder aufgeladen wird. Das sind Piraten, die ich angegriffen habe, glaube ich. Boah, Alter. Scheiß Giftschaden. Von denen. Haben die alle Giftschaden, oder? Oh, ich werde sterben, glaube ich. Okay, das ging immer gut. Gib schon auf! Glück hat. Weg, weg, weg! Da hab ich mit der Söldner aber gerettet, ey. Hey! Nicht die hauen! Ich kann dem mehr. Okay, sieht gut aus. Ja, die haben ja hier noch so einen Riesentypen, ey. Jawoll, hab ich ja Lebenspunkte gekriegt. Komm, jetzt alle auf ihn. Zu dritt, zu viert. Aua. Tötet ihn. Hackt ihn von hinten. Ich guck zu. Ihr schafft das. Jawoll, geht doch. Das war... wegen dem Giftschaden ganz schön knapp. War aber weder spartanisch noch Athena, das Schiff. Oh, das ist aber eine große Kiste. Raufbold. Teufel der Ägäis. Man kennt mich. Habt ihr Feuer da in der Mitte gemacht? Oder war das schon immer da? Bin mir nie aufgefallen. Okay, wo bin ich denn da? Da lang. Okay, da vorne ist auf jeden Fall... Da sind blaue Segel. Das sind schon mal zwei für spartanische... athenische Schiffe da hinten auch. Was ist das für eine Welle hier, ey? Als würde ich bergauf fahren. Die Schiffe gar nicht mehr da vorne. Okay. Schnapp mir jetzt hier vorne. Das sind auch kleine Schiffe, die baller ich so beim Vorbeifahren weg. Bin ich jetzt hier schon wieder bei der kleinen Insel hier? Ja, ne? Ja. Das ist aber die erste richtige Quest mal wieder, die ich bekomme, wo man wieder gezielt hier mit dem Schiff rumfahren muss, ne? Warte mal, wenn ich die kleinen Schiffe da angreife, dann kommt sicherlich das große von da. Da ist ein größeres athenisches Schiff. Hier sind so viele. Ich habe keine Lust, dass die sich verbünden dann. Das sind auch zwei.
Und die sind da etwas größer alle und hängen mir ehrlich gesagt ein bisschen zu dicht aneinander. Vorsicht, Welle! Ganz schön raue See heute, ey. Fängt auch an zu regnen. Das ist nur ein kleines Handelsschiff hier, das ist völlig egal. Die zwei da, die werden nochmal ein gutes Ziel. Sturm voraus, Kapitän! Ja, der Sturm. Der Sturm macht das Ganze jetzt auch nicht unbedingt leichter, hier auf See zu kämpfen. Guckt dir auch mal die riesen Wellen teilweise an. Okay, wenn ich wieder hochkomme, will ich, dass der Sturm weg ist. Also kümmert euch drum. Na guck mal, fast richtig. Nur noch hier runter, Kiste aufmachen. Schatz gefunden. Haie kommen. So, diesmal habe ich den Schlüssel. Oh, ich höre einen Wal. Okay. Wir haben auch nochmal ein paar Items für mich dabei. Komm schon. Auftauchen. Ist das mein Schiff? Nö. Das hier ist mein Schiff. Wem gehört denn das Schiff? Hä? Nee. Opelia. Kommt raus aus dem Wasser. Die hat selber ein großes Schiff hier? Die ist Kapitänin. Guck dir die an. Die hat mir auf jeden Fall nicht die ganze Wahrheit erzählt. Meine Freundin, du bist ein Geschenk von Poseidon persönlich. Ich tue mein Bestes. Ich brauche jetzt wirklich das Artefakt. Zuerst die Bezahlung. Das glaube ich nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Elende Verräterin! Ach komm, jetzt nimm es nicht so persönlich. Ich mach deine Drecksarbeit und du bezahlst mich nicht? Das ist persönlich. Sieh es doch positiv. Ich lasse dich mit deinem Leben davonkommen. Mit was? Mit meinem? Was? Will die mich veräppeln oder was? Also ich glaube, wir werden der gehörig mal hier die Meinung geigen. Und in der nächsten Folge werde ich sie, glaube ich, zerkloppen, oder? Sie ist zwar ganz nett so von der Person her, aber wenn ich nicht bezahlt werde, dann werde ich fuchsteufelswild, sage ich euch. Also Leute, es geht morgen weiter hier. Spannend mit der nächsten Folge von Assassin's Creed Odyssey. Fieses Ende, aber dafür schaltet ihr bestimmt morgen wieder ein. Also bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.